Es wird manchmal sehr viel Mühe gegeben, dass die klassische Musik super cool aussieht und so. Und ich finde, die braucht das nicht, weil sie spricht für sich selbst auch. Sie braucht nur, dass man ein bisschen das Ohr aufmacht. Ich war 4 Jahre, als ich mit dem Cello angefangen habe. Und meine Eltern sind beide Musiker, Geigerin. Und mein Vater ist Bassist. Und anscheinend wollte ich schon immer mitspielen. Ich habe danach gefragt, sehr viel. Und mein Vater hat mir sogar eine kleine Bratsche gebaut mit einer einzigen Seite drauf. Und dann konnte ich so pizzen und so. Und dann, wenn ich mich wirklich dann gelangweilt habe, haben sie mir dann ein Cello gegeben. Ich mag die Stimme des Cellos, weil sie dunkel ist auch. Sie kann dunkel sein. Es ist mit Instrumenten, die nicht so tief spielen können, wie die Geige zum Beispiel, schwieriger. Wobei man kann auch eine dunkle Farbe finden. Aber das ist mit dem Cello ein bisschen, ja, diese dunkle Schokoladenfarbe ist schon sehr besonders im Cello. Wenn ich für mich übe, es ist ein bisschen wie ein Menü eigentlich, was ich für mich mache. Also es gibt ein bisschen süß, ein bisschen salzig, ein bisschen schwer, ein bisschen leicht, ein bisschen roh und so. Das heißt, es gibt ein paar Stücke, die ich noch nie gesehen habe, die ich dann in ein paar Monaten spielen muss. Dann gibt es Stücke, die ich schon immer spiele, die ich liebe, aber zum Beispiel Bach oder so, die man kann immer tiefer reingehen. Und es gibt auch schwere Musik, Musik, die traurig ist, die mir kostet, so emotional, und andere, die ein bisschen leichter ist. Und ich versuche ein bisschen damit zu kombinieren. Nicht immer so nur dieses Stück für Stunden, das mache ich eigentlich nicht sehr viel. Ich liebe die Gitarre auch total gerne. Die Gitarre kann so schöne Farben machen. Es ist manchmal weniger laut als ein Klavier oder als ein Cello. Man muss ein bisschen mehr hinhören. Aber es ist so reich an Farben. Und wenn man mit einem Instrument spielt, was nicht immer total laut ist, wie das Klavier zum Beispiel als Duo, kann man auch mit dem Cello viel, viel feiner arbeiten, dann im Kleinen was machen. Die erste Note, die wir zusammen gespielt haben, habe ich schon gemerkt, dass da irgendwie eine ähnliche musikalische Persönlichkeit ist. Wir sind beide sehr temperamentvolle Menschen, aber wir können beide auch sehr ruhig spielen. Das Schöne auch ist, dass normalerweise bei klassischer Musik fällt uns diese Spontanität. Es ist alles zugeplant. Hier wird Pianissimo gespielt, hier wird Fortissimo gespielt, hier wird ein Crescendo zusammen, aber du bist hier. Und das natürlich machen wir auch ein bisschen, aber wir trauen uns immer auf der Bühne zu machen, das, worauf wir Lust haben. Und das natürlich kann man nur machen, wenn ein bei der Duo die beiden Teile sehr gut passen. Wir junge Leute machen auch klassische Musik. Ne? Das ist einfach, das ist die Realität. Und jetzt werden ein paar junge Leute auch in deren Jeans und ganz modern dargestellt, von der Presse auch. Und das hilft natürlich bei der Image. Image ist heutzutage was sehr Wichtiges. Ne? Jeder ist auf Instagram und man möchte ein neues Image geben. Manchmal ist es auch nicht sehr authentisch, muss ich sagen. Es wird manchmal sehr viel Mühe gegeben, dass die klassische Musik super cool aussieht und so. Und ich finde, die braucht das nicht, weil sie spricht für sich selbst auch. Sie braucht nur, dass man ein bisschen das Ohr aufmacht. Und man kann das Ohr aufmachen auf viele Wege, auch auf Instagram. Und ich glaube, es ändert sich langsam. Die Wahrheit ist, Image oder nicht Image,
das ist etwas, was zeitlos ist. Das ist 300 Jahre alt. Und junge Menschen befassen sich mit dieser Kunst, weil sie einfach so wertvoll ist. Sie ist gefiltert worden durch die Generationen. Es ist nur das Schönste, das Feinste sozusagen geblieben. Und deswegen ja, lieben wir das so sehr. Thank you.